Herr Wüster ist ein gelernter Jurist und war später hoher Verwaltungsbeamter in einer Bundesbehörde. Er wird uns jetzt aus eigenem Erleben berichten und ich kann Ihnen versichern, dass es keine Märchenstunde wird. Eine angenehme Unterhaltung oder eine angenehme Unterhaltung. Ja, das mit der Froschperspektive ist natürlich wichtig, nicht wahr? Ich war ja nur Subalternoffizier und die großen strategischen Zusammenhänge, die sind ja schon hinreichend dargestellt. Also dazu sage ich gar nichts. Aber ich möchte eigentlich voraussehen, warum man Soldat geworden ist und so lange da mitgemacht hat und so weiter und so weiter. Denn es ist ja heute große Mode zu sagen, ich meine, die Wehrmacht wären auch als Nazis gewesen und die hätten Angriffskriege und was nicht geschlagen und so weiter und so weiter. Das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Die Wehrmacht, so wie ich sie erlebt habe, noch im Frieden als Rekrut und bis zu meiner Unteroffizierszeit, war eigentlich nicht parteipolitisch einzuordnen. Man hatte nichts gegen das Dritte Reich. Ich will auch nicht sagen, dass die Wehrmachtsleute nicht war und die Berufssoldaten Anti-Hitler waren oder gar noch Widerstandskämpfer oder ähnliches. Das waren sie sicher nicht, aber sie waren bestimmt keine parteihörigen Leute. Und da mir ganze AJ-Kram und so weiter und die ständige Beschäftigung im Braunhemd nicht mal lässig wurde und mein Vater auch Einfluss genommen hat, auf meine Zukunft, habe ich als guter Schüler, der gutes, recht gutes Abitur gemacht hat, mich freischlagen lassen, mich als Fahndrucker zu bewerben und Erfolg zu haben, obwohl ich ein ganz unsportlicher Mensch war. Das Einzige, was ich konnte, war reiten. Das hatte ich als junger Schüler schon gelernt. Das konnte ich ordentlich. Damit haben sich auch hinterher meine Ausbilder in Hannover bei der aktiven Truppe dicke getan, als wenn die mir das Reiten beigebracht hätten. Das konnte ich aber schon vorher. Und laufen konnte ich, Langstrecken laufen. Damit kam ich ganz gut über die Runden und der Regimentskommandeur in Hannover war einer, der nicht auf, was denn, Zähne wie Windhunde, nee, Windhunde und Zähne wie Kuppleder, was nicht alles. Das war ich alles nicht, nicht wahr? Ich hatte auch im ersten Rekrutenjahr da keinen Spaß, weil wir nur auf Kasernenhof geschliffen wurden, Parademarsch und hinlegen und auf. Und die Unteroffiziere, die nach 35 eingestellt wurden, hatten kein Format, die waren Schleifer, nicht wahr? Ich sagte mir, 2 Jahre musste sowieso abreißen, nicht wahr? Und sieh mal zu, wie es weitergeht, nicht wahr? Lief aber alles ganz gut und dann war es auf einmal, ja, ach, da musste ich eigentlich noch einschalten, man musste noch ein halbes Jahr zum Arbeitsdienst. Und das habe ich überhaupt nicht eingesehen, was das für einen Sinn haben sollte, wenn man schon also beim Kommiss also auch hinreichend beschäftigt wurde, sich körperlich zu betätigen. Beim Arbeitsdienst, ja, Spatengriffe ist ja alle für sich idiotisch, nicht wahr? Aber es war ja so schön, wenn man beim Nürnberger Parteitag die Spatenblätter nicht mal in der Sonne glänzten und anderen. Da war ich ja so ziemlich faul und anti. Und wie wir unsere Arbeitszeit am Festballbau beendet hatten, wurde mir von dem Abteilungsleiter da gesagt, ich und mein bester Freund Schlossgehieser, wir wären die traurigsten Erscheinungen, die je durch seine Abteilung gegangen wären. Das hat mich aber weiter nicht gestört. Da kurz und gut, 1939 im Herbst, ich war in der Krieg los, ich war, wer hätte das gedacht, ich war. Und gefragt wurde man auch nicht. Und im Polenfeldzug, an dem ich auch am ersten Tag an teilgenommen habe, als Unteroffizier und Geschützführer, da klappte eigentlich gar nichts. Nicht wahr? Nachschub klappte nicht. Nachschub, ja, in dem Punkt waren uns die Amerikaner ja überhaupt über, nicht wahr? Das, Logistik und so weiter, das macht die Amerikaner ja sehr viel besser, wenn sie auch keine so guten Soldaten waren. Bei den Amerikanern,
Ja, ich habe mit denen nicht gekämpft. Aber in Polen fällt so Kante eigentlich gar nichts, nicht wahr? Der Feldbock konnte nicht kochen, der Nassau klappte nicht, das Pferdefutter kam nicht rein. Wir mussten also in den Dörfern die Bäckereien animieren, für uns Brot zu backen. Es wurde requiriert, aber anständig requiriert, nicht wahr? Nicht auf krumme Touren, nicht wahr? Ein Schwein zahlt Stalin oder sowas oder. Heute ist die Größe, so die Späße haben wir nicht gemacht, das geht ja einigermaßen korrekt zu. Wir haben auch einen Kavallerieangriff der Polen erlebt, die fürchterliche Verluste hatten, nicht weil die kein sinnlos waren, nicht wahr? War irgendwie, naja, die Polen hatten ja nichts, was wollten sie denn machen? Viel erreicht haben wir auch nicht bei der ganzen Geschichte. Unsere Panzer waren nicht viel wert. Panzer 1 und 2 waren ungeeignet worden von den Polen mit der Panzerbüchse, einem überschweren Gewehr abgeschossen. Aber wie gesagt, an der Führerparade waren Siegen in Warschau, habe ich noch teilgenommen. Auf Warschau, dass er auch befestigt war, da griffen wir an und liefen uns zunächst mal in den Feldbefestigungen fest. Da gab es wenigstens noch Munition genügend für unsere Geschütze und so weiter und so weiter. Nicht wahr? Aber als wir uns da festgelaufen hatten, da kam die Supers waren eben. Spielt keine große Aufmerksamkeit. Auf Warschau haben sie schon genügend gebrochen. Leibstern sagte Adolf Hitler, ja, IKA. Das war ein motorisiertes Infanterieregiment, mehr war das damals noch nicht. Die wollten uns noch mal zeigen, wie man da angreift. Die waren wir. Heeresleute waren mit deren Augen doch eigentlich nur zweite Wahl, wenn man so will. Die haben ein paar Mal angegriffen am Tag, haben fürchterliche Verluste gehabt, haben sie in den Ratten dann nicht festgelegt. Die Nacht über haben wir unsere schweren Waffen nachgezogen und so weiter und so weiter. Am nächsten Morgen sind wir einfach ordentlich durchgebrochen und die Sache war gelaufen. Ich würde damit nur sagen, die Gegensätze zwischen SS und Wehrmacht waren eigentlich von Anfang an vorhanden und sind bis zum Schluss geblieben. Die SS wurde in unseren Abschnitten im Russlandfeldzug nachher eingesetzt, eine große Angriffsaktion, voll motorisierte Truppe, ausgesucht, gute Leute und so weiter. Aber verheizt hat Adolf Hitler die Waffen des SS erst später, nachdem es in Stalingrad schiefgegangen war. Vorher hatten die zwar immer einen großen Hals und kamen mächtig an, aber zwischen Heer und SS war wirklich keine Liebe, das kann man wohl sagen. Naja, nun mal weiter. Nach der Waffenschule, oder so wie gesagt, nach dem Polenfeldzug kam ich zur Waffenschule nach Winterburg. Und da wurden wir also ausgebildet, dann Schießen im artilleristischen Vermessungswesen und so weiter, das war alles sehr gut. Aber wurde auch allerweil Unfug getrieben, weil die wollten uns Reiten beibringen, das hat man nun wirklich vorher schon gelernt. Die wollten uns Fahren beibringen mit Pferden, das hat man auch ausreichend gelernt. Und was denn noch, wie man sich bei Tisch benimmt, wenn man vom Kommandeur eingeladen wird, also ein Unfug. Aber wie gesagt, die eigentlich charakteristischen Dinge wurden gut gelehrt, und man war sich ziemlich sicher. Ich hätte dann nach Bestehen des Lehrgangs einen Unteroffizier gehabt und wurde Fahnenjunker Waschmeister, Feldwebel gewissermaßen. Und als solcher kamen die meisten Fahnenjunker aus dem aktiven Regiment in Hannover zu einer Reservedivision, zur 71. Division. Gingen wir mit 4 Leuten, andere gingen zu anderen Divisionen hin und so weiter und so weiter. Diese 71. Division war sehr mäßig ausgestattet, nicht wahr? Mit Funkgeräten alter Art, mit denen kaum Verbindung zu kriegen war, zu den Feuerstellungen, mit Lastwagen, mit
also Zivillastwagen, hinter die dann eine Panzerabwehrkanone gehängt wurde. Was hat man denn noch? Ach ja, und die Hälfte der Mannschaften, ich war so um die 40 Jahre alt, waren Reservisten, flüchtig ausgebildet, wenig aktive. Und kurz vor Frankreich-Feldzug wurde ich Leutnant mit 19 Jahren und fühlte mich dann doch eigentlich schon so mächtig stark und so weiter. Aber eigentlich konnte mein Mama zu jung und zu unerfahren, um die Verantwortung zu tragen, die auf einen Zug kam. Die Feldwebelposition war noch ganz gut, die war begrenzt, das ging ganz gut, keine Probleme. Muss ich eigentlich sagen, habe ich Glück gehabt, dass ich mit den älteren Leuten nicht in Schwierigkeiten gekommen bin, sondern dass wir da, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Mein Batteriechef war ein Zwölfender, der im Ersten Weltkrieg schon mitgespielt hatte. Ja, war was anderes von Pferden. War auch sonst, hat er seinen Laden ganz gut im Griff, will ich alles gar nicht abschalten. Aber ich wusste auch so recht nichts anzufangen. Es hat sich aber dann mit Kürze eine gewisse Art Hassliebe zwischen mir und ihm entwickelt. Ich war ganz nützlich, war im Frankreich jetzt so gegenüber den anderen konkurrierenden Batterien. Wurde ich sogar von ihm gefördert und hingesetzt, ja, mein Leutnant, das ist sogar anders als die, die ihr dann da umzubringen habt und so weiter. Aber ich will ja nicht von Frankreich so erzählen. Nur ein Witz ist bei der ganzen Geschichte, dass diese Reservedivision, die also auch eine Kommandeursfunktion hauptsächlich Reservisten hatte, eingesetzt wurde mit unzulänglichen Waffen, das Panzerwerk 505. Zu nehmen, das Ende der Maginot-Linie, und zwar ohne Zugas, ohne besondere Geschichte. Gewiss, die modernen 21 cm Mörder wurden eingesetzt. Hinterher erfuhr ich, dass bis auf eine Batterie alle 21 cm Mörder, über die Hitler verfügte, einige Tage gegen das Panzerwerk 505 eingesetzt worden sind. Und das war dann doch bedürftig eigentlich für sich. Was anderes war noch zu sagen, wir hatten die alten Maschinengewehre, diese 0815 wassergekühlten Maschinengewehre, die die Infanterie da liegen ließ beim Angriff, weil sie zu schwer umzuschleppen waren und so weiter und so weiter. Es ist uns gelungen, das Panzerwerk zu nehmen, das ist schon richtig, aber man hätte eigentlich annehmen sollen, dass man da eine aktive und eine voll ausgerüstete Truppe eingesetzt hätte. Na kurz und gut, nach dem Frankreich-Feldzug, der sehr ordentlich geführt wurde, wo man auch sagen muss, dass an und für sich der Ausbildungsstand der Franzosen besser war als unserer. Wir waren Paradesoldaten, wir hatten keine Winterübungen gemacht in der Ausbildung, nie bei Schnee und Eis irgendwo im Freien kampiert und so weiter, nicht wahr? Die Franzosen waren gut ausgebildet, sogar die Kolonialdivision, die nachher uns gegenüber lag, war beachtlich. Die war hinhaltender Widerstand nach Verdun und nachher nach Nancy und die Franzosen gut gemacht. Aber unsere zusammengestoppelte Division war auch so schlecht nicht. Und wir wurden hinterher dann Lehrdivision und in dieser Funktion wurden wir ordentlich ausgebildet. So dass wir also wieder Russlandfeldzug losging, 41, in guten Zustand waren, kann man nicht anders sagen. Obwohl diese pferdebespannten Divisionen, nicht mal Infanteriedivisionen, eigentlich anachronistisch waren. Vor allen Dingen, ja, der Faschismus mir noch folgendes, dass ich kurz vor dem Frankreich-Feldzug noch versetzt wurde, einige Tage vorher zu der schweren Abteilung, ausgebildet war ich als leichter Artillerist. 10,5 cm Haubitze und da konnte man auch Galopp fahren und alles mögliche, obwohl das Pferdematerial schon nicht mehr das war, was es also in der Friedenszeit gewesen war. Aber 15 cm Haubitze hatte ich nur also ein paar Tage Zeit, mich halbwegs mit dem Vertrau zu machen. Interessant ist was anderes aber auch noch, dass wir hatten noch einen Generalleutnant als Divisionskommandeur, Weisenberger hieß er. Den sah man hin und wieder ganz vorne mal, nicht wahr? Ja, erschien wirklich wieder auf dem
eingenommen, da konnte bei 505 als vorgeschobener Oberhofanwalt, sah man den schon mal, dass man ihm erklären sollte, wie, wo, was wäre und was er wollte. Dann war mal eine Panik ausgebrochen, als eigentlich der Frankreich-Schlüssel schon gewonnen war. Hat mich auch imponiert. Ist er dazwischen gefahren mit seinem PKW und wie die Leute an ihm vorbei rückwärts strömten, nicht wahr? Hat er Pistole rausgeholt und einen angeschossen, ob er totgeschossen hat, ich weiß es nicht. Da war die Panik zu Ende. So was hat man hinterher eigentlich kaum noch erlebt in Russland, nicht wahr? Es wird ja immer so gerne gesagt, Reichenau wäre ein Nazi-General gewesen. Das ist einfach nicht wahr. Nicht wahr? Aber Mut hatte er, war ein anderer Mann als nachher der Herr Paulus. Ich habe ihn vor Kiew erlebt, 1941, dass da ein Infanterieangriff festlief. War ich auch vorher schon mal beobachtet, da war der Infanterie nach gefahren mit seinem Mantel mit den roten Aufstehen, aufgezählt. Und dann, Leute, auf geht's hier, was ist denn, ist doch nichts los, angreifen und brachten dann auch wieder in Schwung. Das hätte Paulus nie gemacht. Paulus habe ich persönlich nie gesehen. Ja, im Kessel fragte man sich nachher, ist er überhaupt da oder ist er irgendwo anders? Naja, 41 wird man so gerne heute in der Presse oder auch gesagt, ich war Überfall auf die friedlichen lieben Russen, nicht wahr? Am ersten Tag gab es Tag und Stunde waren für die Russen eine Art Überfall. Das ist richtig, die ersten sind da in Unterhosen rumgelaufen. Aber gegen Mittag des ersten Tages hatten die sich schon erholt vom Schrecken und haben erheblich und auch erfolgreich gekämpft. Das muss man schon sagen. Wir haben erhebliche Verluste am ersten Tag schon gehabt. Nur, dass das also wohl nicht stimmt, dass auf russischer Seite man so gar nicht darauf eingestellt war. Es stellt sich in den nächsten Tagen auch heraus, dass die Russen also erhebliche Panzerverbände in unmittelbarer Nähe der Demarkationslinie hatten und davon auch Gebrauch machten. Glück in die wollten ja wahrscheinlich auch angreifen. Gehen wir überhaupt mal weiter an die ganze Geschichte. Was wollte er denn? Denn den großen Krieg hat doch Hitler nicht gewollt. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Er hat sich eingebildet, wohl Polen oder den Korridor zu kassieren, die vorher mit Sudetenland und so weiter, ohne großen Krieg. Wenn während des Polenfeldzuges die Franzosen und Engländer angegriffen hätten, das wäre es aber verdammt schlecht gekommen. Da wären wir wahrscheinlich nicht klar gekommen mit der ganzen Sache. Gut, am dritten Tag des Russlandfeldzuges ging es schon los. Ich war griffen die Russen unter, wie ist er noch? Blassow, ja. General Blassow, der nachher noch eine Rolle gespielt hat, mit einer Panzerarmee an. Und da lernten wir den T-34 kennen, den es also um 42 noch gab. Und dem T-34 konnten wir nichts tun, nicht wahr? Die 3,7 cm Panzerabwehrgeschütze, die kitzelten allenfalls den Panzer mal, die 5 cm fast auch, die 10,5 cm leichte Feldhaubitze konnten auch nicht abschießen. Wir haben einige mit unseren 15 cm Haubitze, das war eine Nummer zu schwer, nicht wahr? Wenn die da traf, nicht wahr? Fährt der Turm runter oder kippt er um, wenn man solche Raupe gibt. Das war eine Nummer zu groß. Aber der T-34 war außerordentlich eindrucksvoll und hatte sehr viele Erfolge. In unserem Abschnitt war ich insofern glücklich, als ich einen Teil der T-34 in einem Sumpfgelände festfuhr und ein anderer Teil in so Sanddünen, sodass wir da also wenig Kummer hatten. Am nächsten Tag kam noch einer angefahren, nachdem er am ersten Tag zusammengebrochen war, der Angriff. Noch angefahren, den sie wohl in der Nacht repariert hatten. Und da brach dann auch schon mal wieder eine Panik aus, weil wir schon wieder in den Vormarsch rein wollten. Den haben wir dann noch auf 50 Meter an einer Hausecke abgeschossen mit einer 15 cm Hubitze. Wir wussten, dass er kam, aber wir wussten nicht, wo er kam genau. Hat uns gekannt. Ja, das ist aber nun erstmal genug. Wir wollen ja das Jahr 42 im Wesentlichen nehmen.
Aber 41, das muss ich eigentlich auch noch sagen, hatten wir vor Kiew erhebliche Verluste und waren möglicherweise die einzige Division, die aus der 6. Armee rausgezogen wurde, weil sie nicht mehr einsatzfähig war. Wir hatten also Grabenstärken, also Frontsoldaten, Infanterie, zum Teil bei Kompanien mit unter 20 Mann, die noch in die Wehren reinsaßen. Sehr starke Verluste gehabt. Ja, was war da noch zu sagen zu 41? Ja, Einsatz, nee, wir wurden dann Wiener Lehrdivision in Deutschland und Belgien und in Frankreich, eine schöne Zeit. Und die schwere Abteilung lag nachher in Chalon-sur-Marne und führte dann ein gutes, ruhiges Leben, während die Infanterieeinheiten, die auch mehr gebraucht wurden in dieser Vorbereitungsphase, die saß auf den traurigen Truppenübungsplätzen Montmelon und Zwick, die hatten wirklich nichts zu lachen. Aber die Ausbildung wurde aber energisch betrieben, wir waren sehr schön und wieder frisch aufgefüllt, vollständig und so weiter und so weiter. Als wir gegen im Mai 1942 wieder an die Ostfront transportiert wurden, um mal wieder ein bisschen größer Krieg zu spielen. Und da war aber dicke Luft um Charkow herum. Wir sind also mit einigen, mit allen waren ziemlich dahin geschafft und gleich so wie wir ausluden in Charkow, ging es in den Einsatz. Nördlich von Charkow mit einem Infanterieregiment der schweren Abteilung, Leichtartillerie, aber glaube ich noch gar nicht ausgeladen. Da war eine sächsische Division, die im Winter da gelegen hatte, die also sehr stark angeschlagen war. Und Niedersachsen und Sachsen, hier waren ja Niedersachsen nicht mehr, die hatten irgendwie die Antipathien gegen andere, wurde Royalisat. Die Sachsen, das ist doch mit denen nicht, die halten ja nicht und so weiter. Bis wir es dann erlebten, in was für einem Zustand die waren nach dem Winterfeldzug 41. Da haben wir eigentlich nur noch Mitleid mit denen gehabt. Wir konnten da mit unserem Infanterieregiment und der schweren Abteilung die Front wieder zum Stehen bringen und hatten da gewisse Erfolge. Da mussten wir mit der schweren Abteilung in eine Vorlagerhangstellung, was man ja nicht gerne machte, weil man da nicht ausreißen konnte, wenn man also weg musste, weil der Feind einen einsehen konnte. Es war aber anders nichts zu machen, sonst hätten wir dann nichts erreichen können und weiter rückwärts ging auch nicht, war auch alles flach. Na kurz und gut, da hatte ich meinen 12-Ender-Batteriechef noch, hatte da eine Beobachtungsstelle sogar hinter der Feuerstellung. Ich war für die Feuerstellung zuständig und dann brachen die Russen mit T-34 durch und wir wurden von der Infanterie aus alarmiert, schießt auf die Panzer so gut wie ihr könnt, nehmt keine Rücksicht darauf, wo wir sind, wir verkriechen uns in unseren Löchern nach Möglichkeit, anders kriegen wir hier die Sache nicht zum Stehen. Da haben wir im direkten Schuss 6 Panzer abgeschossen und während ich noch da von Geschütz zu Geschütz gesprungen bin, um die einzuweisen, wer auch welche schießen sollte, rief mich mein Abteilungskommandeur an, der erst kurze Zeit da war, der mich auch nicht so sehr liebte. Mit dem hatte ich 41 schon einen Kummer gehabt. Naja, wie jemand sagt, wenn ich nicht in kürzester Zeit melden würde, wieso ein 15 cm Schuss hinter den Abteilungsgefechtsland einer leichten Batterie oder einer leichten Abteilung geschossen hätte, wenn ich das nicht melden könnte, wie und warum, dann sollte ich mir am nächsten Tag zur Bestrafung melden. Ich sage, ja, Moment, ich sehe, wo ich hinschieße. Wenn ich da hinschießen geschossen hätte, wie Sie meinen, dann hätte ich ja das Geschütz ganz 90 Grad bei einer umdrehen müssen. Kurz und gut, er gab keinen Frieden, nicht wahr? Und musste mich den nächsten Tag zur Bestrafung melden bei ihm, hat er mich zu 3 Tagen Stufarrest, Stufa hat man ja da draußen nicht, Schnösel und dummer Junge und auch, hat mich auch noch kräftig beschimpft und so weiter. Und
dachte ich, oh, mach mal eine schöne Beschwerde darüber. Das lässt dir nicht gefallen. Und da kam man noch damit an, wenn ich nicht Quittungen brächte von der Infanterie, dass wir tatsächlich Panzer abgeschossen hätten, dann hätte er das sowieso nicht glauben. Andererseits hatten wir Glück gehabt mit unserer Vorlagenstellung. Die Russen und die Panzer, also die hatten uns da nicht vermutet, wo wir uns verkochen hatten. Wir hatten ein bisschen getarnt, die Sache und so weiter. Es ist kein Schuss von den Panzern in unserer unmittelbaren Nähe gegangen. Es war also eine ganz ungefährliche Angelegenheit. Und von der Infanterie kriegten wir tatsächlich Bescheinigungen. Und so war noch ein 7. Panzer, den wir ganz gewiss nicht abgeschossen hatten. Also mit Sicherheit würde ich sagen, 5 waren es. Aber 6. konnten es auch sein. Na ja, haben wir natürlich den auch noch mitgerechnet, den 7. nicht wahr? Und dann malten wir ähnlich, wie das bei der Flak üblich war, weiße Ringe um die Ohren. Und da war noch einer vom Vorjahr da und so weiter. Und wir kamen so hin, dass jedes Geschütz drei Ringe kriegte. Und die waren also mächtig stolz und beschwert er sich also auch. Diese Panzerschlacht, hätte ich mal gesagt, die hätte man natürlich aufbauen können zu Heldentaten. Aber also mir liegt das nicht so sehr, von Heldentaten zu sprechen. Helden hat es natürlich gegeben, vereinzelt. Leute, die hervorragende, mutige Leistungen erbracht haben, die hat es gegeben. Aber sehr viele Heldentaten waren auch organisiert, waren Auszeichnungswesen, da ging man auch so hin und her. Also aus diesem Panzerding, da hätte man was machen können. Naja, ich natürlich nicht, weil das mehr oder weniger im Faschist, wie man so schön sagt, war nicht mal, lief da nicht. Ja, gar nicht. Den Superrest habe ich dann abgesessen im Zelt, stückchenweise immer mal eine Nacht oder einen halben Tag oder sowas. Meine Beschwerde wollte der Kommandeur dann einsehen, ich hatte dann nachgesehen, es gab in jeder Einheit ein Buch, wo so alles so drin stand, was so vorkommen konnte für die Schreibstube und so weiter. Und da stand also drin, nein, das muss man nicht, über die Abteilung muss man zwar gehen lassen, die Beschwerde, aber er rief dann an, naja, das ist ja wohl, darf ich ja wohl mal lesen, sagte der Kommandeur, dass da nicht jeder Piesepampe da drin rumliest und so. Ich sage, nee, das dürfte ich nicht lesen. Der Regimentskommandeur, ja, der ist zuständig dafür. Er nicht. Hat er ja nicht so gern. Er hat mich dann hinterher immer mächtig gequält. Mein Batteriechef fiel aus, war ein älterer Mann, fiel aus und ich führte die 10. Batterie, musste die 10. Batterie führen. Und hat uns dann also immer in schlechte Lage rein manövriert. Also die Infanterie hat darunter gelitten, dass der Kommandeur mich nicht leiden konnte. Ich konnte ja auch nicht leiden. Ja, wie ging das nun weiter? Ja, dann fuhren wir uns laufend fest, wenn es regnete, ich war in der Schlammperiode, saß man dauernd mit den schweren Geschützen fest im Dreck und wusste nicht, wie man wieder rauskam. Da wurden auch Vorwürfe gemacht. Die Mundtruppen können nicht fahren bei dem Dreck, die bleiben stehen, bis es wieder trocken ist. Die bespannten Einheiten fahren weiter. Ja, die bespannten Einheiten fuhren auch nicht weiter. Es dauerte eine ganze Weile, wenn man die Pferde da verprügelt hatte, dass es bei einer Tierquälerei war. Es ging einfach nicht. Die Kaltblutpferde konnten bei solchen schlechten Besserfeindlichen auch nicht weiterkommen. Da war ich auch nicht faul, habe ich dann in der Nacht aufgehört, regnete ich immer noch weiter, ich war die Pferde ausgespannt, in ein Waldstück an Bäume gebunden und so weiter. Am nächsten Morgen, wo es dann wieder trocken schien, die Sonne und so weiter, dann kam noch eine motorisierte Einheit vorbei mit so Halbkettenfahrzeugen, die uns ein paar festgefahrene Kanonen, also Romitzen, die wurden ja zwei lastig gefahren. Einmal dieser Flitte mit 6 schweren Pferden davor und einmal der Rohrwagen. Das war überhaupt eine ganz unglückliche Geschichte, die schweren Abteilungen also bespannt einzusetzen bei den Infanteriedivisionen. Denn Marschleistungen waren mäßig,
mehr als 20 Kilometer, boah, das eigentlich nur, wenn man Glück hatte, Bahn am Tag nicht zu machen. Und die höheren Stäbe, wo also die schweren Batterien bei Einsätzen immer gerne geschlossen einsetzen, nicht wahr? Wir sollten schwerpunktmäßig da, wo man gerne artilleristische Überlegenheit haben würde, auch der schweren Abteilungen anderer Divisionen die großen Feuerzauber veranstalten. Das klappt aber meistens gar nicht, denn wenn also vorne dicke Luft war, dann dirigiert den dauernd rum, wo die Schwerpunkte mit den 15 cm auch ein bisschen bilden wollten. So dass wir eigentlich an den Tag, an den Großkampftagen, überhaupt nicht geschossen haben, weil die Pferde nicht mehr weiterzogen. Das war komisch. Die Divisionskommandeure kannten natürlich ihre Truppe, aber die entschieden auch nicht über diese Hin- und Herfahrerei. Das war nicht so doll mit den Zähnen. Divisionskommandeure, ja, die hatten nachher. Nachtmann, das war schon ein aufrechter Mann, da gibt es gar keine Frage, aber im Ganzen war das nicht so doll. In Charkow dann nachher wieder im Norden die Sache geregelt war und da wieder geordnete Verhältnisse herrschten. Und wir rausgezogen waren noch ein paar Tage in der Stadt, wo die Division komplett war. Habe ich noch an einem Panzerbekämpfungslehrgang teilgenommen, Nahkampfbekämpfung. Ja. War insofern ganz interessant, dass man mal erfuhr, wie sieht das denn aus, wenn man in einem Deckungsloch sitzt und ein Panzer verrollt ein. Das ist gar nicht so schlimm. Vorher hatte man sich gesagt, Gott, das will ich nicht, das ist ja wohl das Allerletzte, was eigentlich noch zustoßen kann. Also, das passiert eigentlich gar nichts. Mit der Zeit hat er natürlich da oben groß drauf konnte es schief aussehen, aber das war ja eigentlich seltener Fall. Das war das eine. Das andere war, dass man eine geballte Ladung oder eine Mine hinten auf dem Panzer drauf warf. Das ging auch. Da sagt man sich aber, das ist aber oft eine ziemlich windige Geschichte, aus dem Loch rausbringen und so ein Ding da drauflegen. Es gab auch solche Thermitpackungen, die waren in so einem Softbeutel mit einem Handgranatenziel, die schweißen dann hinten durch den Panzer durch, dass der Motor ausfiel. Habe ich aber nachher in der Praxis eigentlich nie erlebt. Dann kam das nächste, dass wir selber mal im Panzer mitfahren mussten, um zu sehen, was sieht denn der Panzerfahrer und die Panzerbesatzung. Und da muss man sagen, da fühlte man sich also im Panzer genauso unwohl wie außerhalb. Eine schöne Sache bei der ganzen Sache war die, dem weit überlegenen T-34. Ja, das muss ich vielleicht auch sagen. Unsere Panzer 1 und 2, sagte ich schon, hat in Polen 40 Jahre in Frankreich schon keine Rolle mehr gespielt. Der Panzer 3 hatte zunächst auch nur 3,7 cm Kanone, mit der nichts zu machen war. Der Panzer 4 hatte eine Stummelkanone. Das heißt, er wurde eigentlich auch nur als Begleitfahrzeug zur Infanterie gegen die Infanterie eingesetzt worden. Mit der Stummelkanone konnte der Panzer 4 auch nichts ausrichten, jedenfalls keinen T-34 abschießen. Der Vorteil unserer Panzer war der, dass wir eine Beobachterkuppel oben auf dem Panzer hatten, wo der Panzerkommandant sah und da war im Gelände rechts und links von ihm, wo die anderen Begleitpanzer waren, dass er das sah und dass er also auch mit den Nachbarpanzern Verbindung aufnehmen konnte. Funkmäßig klappte das sehr gut bei den Panzern. Während die Russen musste der Ladekanonier, der Richtkanonier, das T-34, der war zugleich Kommandant. Das hatte eigentlich nur eine
nicht mal abgestufte Zieleinrichtung gehört, die er auch beobachtet hat. Funk zu den Nachbarn, Panzern gab es nicht bei den Russen die erste Zeit, sodass die eigentlich ziemlich blind durch die Gegend fuhren. Und dadurch nicht das brachten, was sie hätten bringen können. Das war, würde ich noch sagen, die 34er. Übrigens interessant, die Tschechenpanzer wurden weitergebaut bei Skoda und waren jedenfalls, etwas besser als unser Panzer 3. Nicht so stark gepanzert, aber sehr geländegängig und qualitativ gut. Die hat es 42 noch gegeben in jeder Menge. Es war nicht so, dass unsere Bewaffnung so herausragend gewesen wäre. Es gab auch noch Divisionen, die noch nicht mal die leichte Feldhaubitze 18 hatten, sondern noch Geschütze aus der Weltkrieg 1 Zeit. Dass wir also die besten Waffen der Welt, so war es ja nun auch nicht. Unsere Waffen waren nicht schlecht, aber so doll war es nicht. Die Funkgeräte, als vorgeschobener Beobachter musste man froh sein, wenn man überhaupt eine Funkverbindung kriegte. Die waren schwer. Die beiden Funker, die tragen mussten, die Geräte nicht wahr, die musste man unterstützen. Ich habe also oft die Funkgeräte auch mitgeschickt, konnte man denen gar nicht zumuten. Die Infanterie war immer böse, wenn wir unsere Geräte auf irgendeiner Wiese aufbauten und behaupteten dann immer, ja, dann wissen die, was der Gegner immer genau, wo ihr sitzt. Naja, das war auch alles so halbe. Wo waren wir jetzt? 42. Ich habe Charkow vorbei. Ja. Gut, Charkow vorbei, das war richtig. Inzwischen war nochmal ein Kessel gebildet, um eine russische Armee südlich von Charkow. Da sind wir nicht mehr so sehr viel zum Schluss gekommen. Da sind wir über eine Eisenbahnstrecke, weil das Gelände so sumpfig und schlecht war, sind wir da gefahren. Die haben wir nochmal eingekesselt. Also südlich von Charkow war nochmal eine größere Kesselschlacht mit Erfolg. Aber die Russen waren doch also recht stark eigentlich schon, muss man sagen. Dann, wie gesagt, bei den Vormarschpreisern sind wir meistens mit unseren 15 cm Haubitzen gar nicht zum Einsatz gekommen, weil es schnell ging in der Sommerhitze, aber die Infanterie hatte Verluste. Das möchte ich auch bei der Geschichte sagen. Die Infanteristen von den zu Fuß marschierenden Infanteriedivisionen und mit ihren Pferdewirtschaften und wir Artilleristen mit unseren Spannungen und so was, waren eigentlich die ärmsten Schweine überhaupt, die man sich vorstellen kann. Ich würde sagen, ja, wir Artilleristen, gut, einer Kanone und so weiter, hatten eine gewisse Überlebenschance, das ist gar keine Frage, uns ging es besser. Aber der normale Infanterist einer solchen Infanteriedivision hatte doch ein härteres Leben als die Waffengattungen, die bewundert wurden, als Flieger, als U-Boot-Fahrer und so weiter.